Okay. Krass. Kevin hat einen Wortwitz gemacht. Cool. Willkommen zurück hier in den Wonderlands, in den modrigen Landen der Wonderlands, hier bei Well Played, bei Let's Play Tiny Tina. Und wir haben in der vergangenen Folge hier der Zahnfee ordentlich eins über den Latz gehauen. Die wurde nämlich ein kleines bisschen gierig und wollte immer mehr Zähne von uns. Und da haben wir einfach gesagt, ne, sehen wir uns ja mal überhaupt nicht. Die Bezahlung ist nicht mal Mindestlohn. Stirb. Na, Wir das haben war. der Zahnfee auf den Zahn gefühlt. Okay. Krass. Kevin hat einen Wortwitz gemacht. Cool. Nee, oder nicht? Ja, nee. Okay. Nee, Mensch. Aber ihr seht zwar hier den Benny rumlaufen, aber kleiner Spoiler, das ist überhaupt nicht Benny. Wenn ihr am Dienstag in DayZ dabei wart, dann wisst ihr, dass wir für Benny Ersatz gesucht haben diese Woche. Denn Benny ist im wohlverdienten Urlaub und ich freue mich sehr, dass die gute Jill eingesprungen ist, um für ihn zu spielen. Hallo Jill! Hallo. Hast du dich wieder stumm geschaltet? Nee. Nee. Okay. Also dein Hallo höre ich irgendwie nie, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es kam. Und die gute Jill, die kennt ihr auch schon aus den DayZ-Streams, falls ihr die verfolgt. Falls nicht, dann lohnt sich's da einzuschalten, dienstags. Außer nächste Woche, da ist er Mittwoch, aber sonst ist es immer dienstags. Ne? Ja, super. Da gehört es ja auch schon zum festen Inventar, möchte man sagen. So, nachdem wir aber jetzt mal ganz kurz gerecapped haben, was wir in der vergangenen Folge getan haben, können wir uns ja mal dem zuwenden, was wir jetzt in dieser Folge tun wollen. Ich habe mal ins Questlog geschaut und wir haben noch ein paar Nebenquests und eine dieser Nebenquests, da ist ein Würfel, eine dieser Nebenquests ist noch hier in den modrigen Landen und ich würde sagen, bevor wir da wieder zurückreisen, machen wir noch, was wir hier zu tun haben. Ohne 12. Und wir müssen die Ja. Lady vom See finden. Ich Dann kann finden ja wir noch die mal ganz Lady. kurz gucken, ob da noch ein bisschen was dazu steht, wieso wir das machen müssten. Ritterpflichten heißt die Quest. Ein tapferer Held braucht Mut, Ehre und eine mächtige Waffe. Hilf Claptrap wenigstens eine dieser Voraussetzungen zu erfüllen. Eine Claptrap-Quest. Das klingt gut. Nice. Oder? Oh, ich bin runtergejumpt. Aber Nice. da muss ich gar nicht hin. Naja. Müssen wir denn überhaupt hin? Ich bin gerade etwas irritiert. Du bist doch der Mapmaster 1000. Ja, aber ich hab. Ach doch, da, hier, da, hier, da. Da, 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 hier, da, da, da. Wir müssen hier rechts, dann hier links, dann da rechts und dann sind wir da. Ja, gehst du einfach voraus? Ja, ich versuche mein Bestes. Ich glaube, wir müssen Ja. jetzt hier abbiegen. Ich ignoriere den komischen Shroom da. Ja, ignorieren wir alle. Okay, die sind direkt vor mir, die kann ich nicht ignorieren. Gibt's erstmal ein bisschen Blutrache hier. Vendetta, Schmendetta. Blitze! Ey. Gruselig. Und wenn Friendly Fire für die Begleiter aktiv wäre, das ist ein Würfel. Dann hättest du jetzt Reginette getötet. Dann hätte ich in jeder Folge. Holy shit! 20, du kleine Legende. Oder? Und dafür kriege ich ganz schön viel Müll. Aber naja, es ist das Gefühl der 20, das was zählt. Müssen wir jetzt hier runter, oder? Ja, wir müssen tatsächlich hier runter. Oder? Ja, doch, ich glaube Ich schon. hab's einfach gemacht. Wird schon passen. Da ist ein Würfel. So. Wir sind irgendwie heftigst falsch gelaufen. Ich hab dir vertraut, Junge. Ja, ich mir auch. Müssen wir da nie hin? Nee, ich hatte eigentlich einen anderen Plan, aber jetzt sind wir gerade zu weit. Jetzt müssen wir wieder zurück. Also einen anderen Weg nehmen. Hä, aber wir Sorry. sind doch gleich da. Hä, nein. Hä? Hä? Jetzt Waren wir zeig richtig? die. Nee, doch, ja, nee, wir sind richtig. Alles gut. Das sag Hä, ich ich hatte doch. gerade übelst einen Brain Lag, okay. Nee, dann ist ja gut. Harald, hier wird jetzt nicht rumgeknutscht, es wird gekämpft. Eieiei. Fokus bitte. Mein Gott, Sind ey. alle tot? Ja. Harald will immer nur rumknutschen, weißt du? Ah, hier, guck mal, das sieht doch aus wie eine Prinzessin. Oder eine Lady Ah, du zumindest. musst die Lady vom See sein, von der ich so viel gehört habe. Ich suche eine Lochzaubernarte. Kannst du mir helfen? Wie? Die was jetzt? Oh,
Tut mir leid, aber ich sage kein Wort, solange meine verdammten Kobold-Nachbarn nicht mit diesem Getrammel aufhören. Hoho, unser Weg ist also klar. Wir müssen die Trommler erledigen, damit die Lady vom See unser Flehen erhört. Wow, okay. Gute Einsatzbereitschaft. Aber versuchen wir es doch zuerst mit Bestechung oder vager Bedrohung, bevor wir losmorden. Warum? Also ich bin für losmorden. Ja? Ja, ja. Ich kann sie auch weder bestechen noch bedrohen, also. Ich bin auch für losmorden. Na dann, lass mal losmorden. Das war befreit. Oh nee, die sind viel zu cool. Was? Lass sie doch mal jetzt. Schade, wenn ihn jemand töten würde. Seid leise, das ist für alle besser, okay? Was zum... Dieses Arsch mag unsere Musik nicht. Machen wir ihn fertig. Na, Arsch versucht. Oh mein Gott. Das wird niemals langweilig. Was mach ich denn? Ich hab keine Ahnung, Kevin. Ich hab einen Atomzauber oder sowas gefunden. Was, bitte? Holy! Ich muss mir das nochmal angucken gleich. Lass den mal am Leben hier. Ja, ja, okay, ich versuch's. Also ich kann nicht für meinen Begleiter sprechen, aber ich... Was ist da passiert? Also gehe ich davon aus, dass du dich um die Kobolde gekümmert hast. Komm zurück, Schnappe! Es sah gerade so aus, hätte ich den rangezogen und als wäre er dann explodiert einfach. Konntest du es beim zweiten Mal auch verifizieren? Ja. Okay, cool. Also Kevin hat einen geilen Zauber gefunden. Ist so. Kann man mal machen, nice. Ne? Langsam wäre ich Imber. So, der Trommelkreis wurde geschlagen. Benutzte ihre Köpfe wie ein Cajon. Bist du bereit, über die Lochzaubernarte zu plaudern? Oh. Du suchst also nach der Lochzaubernarte, wie? Das haben wir doch gesagt. Na, du bist aber etwas ganz Besonderes. Die geht mir Hör auf die Eier. Schätzchen. Wenn du den Zauber willst, musst du zu diesem Trottel Merby. Der wird aber nur mit dir reden, wenn du das Schwert extra Kaliber trägst. Doch sei gewarnt. Es wird von Merwins Lakai Lance bewacht. Hierfür braucht es einen starken Willen und Bizeps. Einen starken Bizeps? Sieh mal, Lady, ich habe mehr Kraft in meinem kleinen Servomotor, als du in deinem ganzen... allem! Ich hätte sogar mein schwaches, dürres, unterernährtes Knäpplein könnte es mit dir aufnehmen. Oh, ist das so? Na dann mal los, du harter Knochen! Oh Gott. Cool. Wo ist er denn? Ach, da unten. Für den Tod! Das ist dein Ende! Stirb, Troll! Yay, ich bin auch endlich Level 20. Der war auch nicht lange gedauert. Würfel. Aber alles nicht. Wo ist er? Ich werde schon wieder gezwungen, irgendwas zu machen, was ich nicht möchte. Wieso? Was möchtest du? Was musst du denn machen? Ich will weder den einen Skill noch den anderen nicht, aber ich komme sonst nicht auf die nächste Stufe. Danke. Tja. Da wirst du durch müssen, Kevin. Es geht halt nicht immer. Ist halt kein Wunschkonzert, ne? Warum denn nicht? Wir sind nicht bei Wünsch dir was, wir sind ja bei So ist es. Toll. So, Torg, um dich machen wir einen großen Bogen, weil du bist die Hauptquest und die verfolgen wir noch nicht. Wo ist denn eigentlich dieses Extra Kaliber oder so, wie das heißt? Ach so, da müssen wir hier links, dann wieder links und dann aufpassen, dass wir nicht zu weit links gehen. Okay, verstehe ich. Ich gehe einfach über die Brücke. Das ist irgendwie cheating. Also ich weiß nicht, ob ich richtig bin, aber...
Ja, doch, ich glaube schon. Dann musst du halt auf uns warten, bis wir dann da sind. Ne, weil ich dreh jetzt nicht um. Aber da hast du in Ruhe Zeit, deine Skills zu, Hab ich schon. Ja, okay, dann hast du in Ruhe Zeit, mal in dich zu gehen oder so. Nee, hier sind Gegner, die klatsche ich alle. Wie kann ich denn... Wie konnte ich ja irgendwo... Ach, hier, allen Schrott verkaufen. Genau, das war mein Ziel. Ach, Claptrap ist bei uns dabei. Und Reginald. Ach ja, klar. Ist das nice. Was denn? Dann mit dem ranziehen und dass sie dann explodieren. Achso, ja, das feierst du, ne? Noch kannst du weglaufen. Das war ja wieder Geräusche. Mein Gott. Nein. Komm näher. Aber ich muss sagen, ich freue mich auch schon ein bisschen drauf, wenn wir das Gebiet dann wieder verlassen, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe es ein bisschen über langsam. Ja. Vor allem die überall hervorsprießenden Pilze nerven mich gerade tierisch. Hätte das im Leben nicht geschafft. Irgendwas tut mir weh, aber es ist mir egal. So, Kevin, du bist jetzt zu uns gestoßen. Das heißt, du kannst uns ja den Weg zeigen, wo wir jetzt zur Quest kommen, oder? Ich höre gerade gar nichts, weil ich hier über am Fighten bin die ganze Zeit. Okay, Kevin. Das ist mein Junge. Ein bisschen strecken. So, was soll ich machen? Du sollst uns zum Questmarker führen, weil du ja gerade von da offensichtlich gekommen bist. Na, hier unten. Einfach nur hier runterlaufen. Ja, ich versuche nur gerade noch ein bisschen hier ein paar Gegner mitzunehmen. Macht ihr super. Guck, da steht er. Ach Mensch, da steht er. Lulens. Lulens, du geile Socke, was geht da ab? Auf Geheiß des obersten Zauberbros. Wer hat mich denn jetzt umgebracht? Ey, Leute, Leute! Ja, ja, ich bin da. Wer von euch hat auf mich geschossen? Ich weiß nicht. Alles klar. Nee, ich muss auf der anderen Seite was erledigen. Also lass mich passieren, bevor was passiert. Niemand soll diese Brücke passieren, der nicht stark ist im Duellieren. Doch oh sei Gott. Gewarnt und zeige Mut. Beweise dich in König auf dem Pilzhut, Bro. Du musst mich vom Pilzhut stoßen, um die Brücke zu passieren, Bro. Das ist mal was anderes. Musst du den Bord erst filetieren? Es wird Zeit für die Kunst. Mach einen Nahkampfangriff. Das stoppt Glanz das Maul. Aber das reicht nicht. Ui. Niemand ist besser König auf den Pilzhut als Glanz. Komm schon! Wie ich da hochkomme. Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Stürze Hirte. Ja, Claptrap, wie wär's, wenn du's machst? Ach, du hast ja gar keine Beine. Hä? Junge, wie? Aber wie kann ich den jetzt Schmetterangriff machen? Du musst das außen... Sprung raus, glaube ich, machen, oder? Warte mal, wie konnte man den Schmetterangriff machen? Oder ging das mit... Ah, ich weiß es. Die Strong-Taste. Hier. Haben wir verloren? Nee, ich habe ihn schon längst... Du hast überhaupt nie hingeguckt gerade. Oh Mann. Ich habe rausgefunden, wie es geht. Ja, ich auch. Ich war ein bisschen eher. Ja, ist schade. Unaufhaltsam. Also schön für dich, aber schade. Hat mir jetzt irgendwie gerade den Moment ruiniert. Sorry und so? My disappointment is immeasurable and my day is ruined. Du hast meine Knappen angegriffen und meine Ehre verlangt, dass ich dir den Arsch versohle, Bro. Na, dann komm her, Bro. Großes Magazin! Wo ist er?
ist er denn? Er steht da rum und schillt sich ein. Wo ist er hin? Na, spürst du den Schmerz? Ja, der kommt von mir. Oh, ich habe ja gar keine Moon mehr. Das ist tragisch. Bam. Oh, was? Warte mal bitte, Claptrap. Ich muss ja erstmal gucken, was so da liegt und dann können wir drüber reden. Nur Müll tatsächlich. Ja, das eine hier ist, glaube ich... Ich habe zwei Sachen gefunden, die waren, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, das ist doch super. Obgleich sie grün sind. Ja, wobei, da kriege ich keine Boni auf meine Attribute, ne? Und es sind nur 0,3% mehr Damage. Nee, sind doch schlecht. Schade. Jetzt befestige den Schild an meinem Chassis, damit alle sehen können, dass ich es war, der diesen Verlierer besiegt hat. Alles klar, hier, Chassis Schmassi. Und jetzt weiter zu Excalibur. Excalibur, I guess. Nein, Kevin, Excalibur, hat er doch gesagt. Und damit können wir den König rausholen, ja? Okay, cool. Finde König Archer. Nice. Wo ist denn der? Bestimmt am anderen Ende der Map, ne? Nee, nicht ganz. Nee, es ist nur einmal kurz den Hügel hoch, das geht schon. Ich hätte aber tatsächlich gedacht, dass er in dem Turm da wohnt. Wobei, das ist eines Königs... Wer da ist, kriegt einen Keks. Ja, das sagst du, weil du vorne bist. Dann gönn dir, Kevin. Und du glaubst nicht, was dann passiert ist. Das ist eine Art Wirbelwind. Ich hab keine Kekse. Das ist tragisch. Achtung, wir haben Gesellschaft! Bam! Nice, das der ist ja geplatzt. Also erledigt. Ach, da ist eine Burg. Good to know. Na eben, sieht sogar ganz cool aus. Ja, ne? Was ist denn das? Ach, der despawnt gerade. Seid gegrüßt, eure Majestät. Ich bin gekommen, um eine Vorladung zu bringen. Du wagst es, meinen Hof zu betreten und mich vorzuladen? Mich, König Archer, Herr des Reichs und Gebieter über diese hölzernen Hallen? Nun gut, was auch immer deine Aufgabe sein mag, ich nehme sie an. Aber wir müssen uns an das königliche Protokoll halten. Darum sage noch schnell, was du zu sagen hast. Ich! Sir Claptrap, lade hier den König Archer I. seines dummen Namens vor. Denn obwohl seine schwachen, nudeligen Arme im Vergleich zu meinen stählernen Kolben erblassen, muss er seinen verwirrten Hintern herschwingen, um Excalibur für mich aus diesem Felsen zu ziehen. Ende der Durchsage! Ha, der war gut. Moment. Scheiße. Ich habe genug gehört. Stirb jetzt! Noch nicht schon wieder. Das war so ein cooler Charakter. Der König? Ja, der sah voll cool aus. Wahrscheinlich. Müssen wir denn immer alles töten? Ja.
Nee, das fand ich jetzt ein bisschen schade, bin ich ehrlich. Ah, okay. Wo ist denn seine Hand? Ach, die liegt hier rum. Bring sie her, damit wir endlich dieses blöde Schwert holen können! Ich muss aber sagen, der Moment, als wir gegen den König gekämpft haben und uns Claptrap alle Gründe genannt hat, wieso Könige scheiße sind, das war schon sehr edel. Ich habe eh nichts verstanden. Klebby! Wie komme ich hier durch? Ich hab's verkackt. Klebby, warte! Ich komm wieder hoch! Wo bist denn du? Ach, da unten. Ich bin durch die Brücke gefallen. Ja, warte mal. Die alle keine gescheiten Brücken bauen. Warte mal. Nullen. Befestige die abgetrennte Hand von Excalibur! Kannst. Jetzt kannst du. Ganz sachte, vorsichtig, nicht zu schnell. Gut gemacht. Und jetzt umfasse die Hand und zieh das Ding raus. That's what she said. Schon hübsch. Ja. Ach, wir mussten es nehmen. Ich habe es gerade die ganze Zeit bewundert. Auf den Rücken. Zeigt den hölzernen Schrott durch die neue Schönheit zu ersetzen. Ich spüre Dicker! Holy shit, what? Alles klar. Klebby? Hey, alles klar. Knappe zu mir. Unsere Mission geht weiter. Oh. Trifft wie Claptrap jetzt fliegen kann. Ja, jetzt braucht er nämlich keine Räder mehr. Holy shit, er hat die Treppen besiegt. Das ist big, Leute. Das ist wirklich big, was wir da gerade erlebt haben. So, Claptrap, sag nicht, du bist gegen das Tor geflogen. Naja. Okay. Also, dann öffnen wir mal die alten, sagenumwobenen Tore von Mervins Reich. Diese elbischen Symbole sagen, sprich, Freund, und tritt ein. Oh, eine Idee, Knappe. Was ist das elbische Wort für Freund? Keine Ahnung. Aber ich fresse einen Schneebesen, wenn es nicht mindestens einen Apostroph und viel zu viele Vokale hat. Ja, gut. Mervin, ich bin es. Sir Claptrap, der mächtigste aller Helden. Ich komme mit Excalibur. Also, mach auf. Tritt ein. Das hat funktioniert? Na, das gefällt mir schon besser. Endlich der Respekt, den ich verdiene. Wieder jemand auf der Suche nach der Lochzaubernate, was? Beweise, dass du ihrer Macht würdig bist, indem du meine Schüler besiegst. Knappe, verteidige deinen Herren! Was sind die armen Schüler? Die müssen halt immer herhalten. Ich hab ausgesehen das Fass mit rangezogen zu mir und das Fass in der Luft gesprengt. Ich hab mich ehrlich gesagt schon gewundert, wieso du plötzlich tot warst. Ja, aber vielleicht nicht mein bester Move. Mich hält nichts auf. Ah, Kevin macht wieder seinen Atomzauber. Kaum eine endlich jemand, oh, hoppla, Entschuldige. Der Lochzaubernate würdig ist. Das sieht auch cool aus. Du bist stark, oh. Ja, aber nur jemand, der wahre Weisheit besitzt, ist in der Lage, ihre große und schreckliche Macht zu nutzen. Du musst mein Rätsel lösen oder sterben. Junge, ich bin so weise, ich schreibe Gedichte für Dalai Lama. Wenn du die Zerstörung in deiner Hand Was? Halten willst, Wo ist er? Musst du die List durchschauen, um Freund von Feind zu unterscheiden. Nähere dich dem echten Mervin und die Lochzaubernate gehört dir. Oh, das ist leicht. Wähle den, der da drüben steht. Sieh ihn dir nur an, wie er so selbstgefällig dasteht. Der verheimlicht definitiv etwas. Ah, shit, wir hätten uns wahrscheinlich ein bisschen einprägen sollen, wir... Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Tschüss, Matze. Oh, Mann. Wieso haben hier alle scheiß Holzböden Löcher?
Soll ich warten auf euch? Ja, ich würde mir das schon gerne nochmal genauer angucken. Du kannst ja schon mal die Zauberer angucken. Merwin, Merlin, Marvins, die Martins. Und gucken, ob du irgendwo einen Unterschied siehst. Weil ich glaube, man kann es... Also ich würde jetzt hoffen, dass man es irgendwie erkennen kann. So, wie viele haben wir denn? Ich wüsste nicht, wo. Uns ist ja sowieso vorgeschrieben, wo wir hinlaufen sollen, also. Echt, ja? Na ja, klar. Na gut, das ist Claptraps Quest, wir machen das wie Claptrap. Rip. Genieße die ewigen Qualen. Ah. Keine Angst, Knabe! Ich habe immer eine Schriftrolle der Portaleöffnung griffbereit. Für den Fall, dass ich einer eigenen Hölle entkommen muss. Öffne dich! Oh, kann das sein? Die, sagenumwobenen, grauen Ebenen des Unwirklichen. Ich dachte... Okay, das... Lol. Nee. Ich hol dich da raus, Knappe. Halt dich fest. Nur, sieh nicht zu genau hin. Du solltest diesen Teil nicht mitbekommen. Nice. Ich habe dir sogar zwei Chancen gelassen und du hast es immer noch falsch gemacht. Es ist klar, dass du nicht in der Lage bist, die großartige Macht der Lochzaubernate zu benutzen. Jetzt musst du den Preis für dein Versagen zahlen. 6,50. Tschüss. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ja. wir das jetzt nicht machen durften. Andererseits war der Moment, als uns Claptrap in die quasi Basic Unreal Engine geworfen hat, schon ziemlich witzig. Du bist nicht würdig! Oh, du auch nee. Stirb. Noch nicht fertig. Ist jetzt da unten oder was? Warte. Lebt der da noch? Lol, tatsächlich, der lebt da noch. Ich hab ihn runtergepokt. Oh. Aber da müssen wir trotzdem nicht hin. Komm näher. Ja, aber wir müssen den da besiegen, oder? Ah, na eben. Ja. Sorry, meiner. Marvin erwies sich als fairer nice. Gegner, aber am Ende... Das ist da unten was Lila, das muss ich runter. Ja, ich fürchte, wir müssen hoch, wieder, ja, ne? ja, wir müssen wieder hoch. Ich bin nur runter. Ich wollte eigentlich oben bleiben für genau den Moment, aber dann habe ich was Lilanes gesehen und dann ist der Looter in mir durchgekommen. Der Benny sozusagen. Ja. Sein Spirit lebt weiter. Ja, Bennys Gedächtnis-Move. Ja. Wow, hört sich an, als wäre Benny tot, holy shit. Findest du? Ja, irgendwie schon. Benny lebt weiter, sein Gedächtnis-Move. So langsam gewöhne ich mich an. Ihr macht es schon, ne? Ich stehe jetzt nie auf mit dem Gesabbel. Ja, ich lasse Jill jetzt hier nicht alleine kämpfen. Das ist sehr nobel von dir. Ja, ich weiß, manchmal habe ich so ganz komische Momente, wo ich auch denke, what the fuck's wrong with you. Kommt dir dann so viel, waren es doch gar nicht. Ja, ja, aber was drängst du denn hier so? Ja. Willst Mensch. Wissen, wie die Quest weitergeht? Ja, wir alle wollen wissen, wie die Quest weitergeht. Zu. Wir kommen rein. Waffenkiste! Was haben wir denn da? Komm hierher, mein nobler Knappe! Ich muss ein Wörtchen mit dir reden! Die probiere ich mal, die Pistole. Ich habe nur Mist gefunden. Hä, was für ein sinnloser Turm? Warum? Hä, na, weil der übelst hoch ist und dann hat er bloß so ein halb hohes Erdgeschoss. Why?
Warum baut man so einen hohen Turm, wenn man nur das sinnlos. Sinnlos, und das soll ein großer Zauberer gewesen sein. Tapferkeit, List und Stärke bewährt. Daher kann ich mir niemanden vorstellen, der besser geeignet ist, die Lochzaubernate zu tragen als du, Knappe. Außerdem hat diese Version miserable Werte und passt nicht zu meinem Bild. Also, jetzt darf ich mich zurückgehen, bis ich was richtig Gutes bekomme. Was ist denn Spaß damit? Okay, der war gut. Nice. Der passt überhaupt nicht zu meinem Bild, kannst du haben. Lochzaubernate des Endes. Ich habe die Lochzaubernate der Rache bekommen. Die ist wirklich richtig schlecht. Die passt auch nicht zu meinem Bild. Nee, auch nicht zu meinem. Also sorry, Claptrap, aber nee, das war nicht. Muss ich mal ein bisschen aussortieren. Ganz schön viel Müll im Inventar. Also irgendwie habe ich den Eindruck, dass viele der Quests irgendwie an bekannte Märchen oder so angelehnt sind. Ja, es passt ja auch. Es ist ja auch eine, also wir erleben ja die Geschichte von Tina, ne? Das passt schon, dass es auch so eine Art Märchenerzählung ist. Ne? Also Zahnfee, dann hier mit den, jetzt mit dem König Archer, was hat man noch? Schlümpfe, Lymphinen. Das ist richtig, ja. Aber das finde ich tatsächlich ganz cool gemacht. Ja, wenn es nicht jedes Mal Kobolde wären, wäre das okay. Das muss ich auch sagen. Die Gegnerabwechslung ist ein bisschen mau hier in dem Spiel. Ich kann mich auch nicht erinnern, ob es bei Borderlands anders war, aber wahrscheinlich. Ne? Da hat man es zumindest nicht so akut gemerkt. Aber tatsächlich, letztendlich ist ja alles irgendeine Art Kobold-Derivat. Das ist ein bisschen, wo kommt man denn raus, wenn ich hier hinspringe? Ach, hier zurück. Okay, cool. Bis auf 2-3 Skelette noch. Ja. Also das sind so die zwei Hauptgegnertypen, die man hier hat. Das ist tatsächlich ein bisschen schade. Vielleicht ändert sich's noch, aber bis jetzt ist es leider nicht so. Mal schauen. Aber wisst ihr, was das Tolle ist? Wir werden das auf jeden Fall noch rausfinden. Folge raus. Ja, genau. Ne? So in etwa. Wir finden es auf jeden Fall noch raus, ob es andere Gegner gibt oder nicht. Aber wir finden es nicht mehr in dieser Folge raus. Da hat Kevin völlig recht. Denn jetzt sind wir durch für diese Folge. Wir haben uns die Lochzaubernate hart erkämpft, um dann am Ende festzustellen, dass es eigentlich ganz schöner Müll ist. Aber darum geht's ja nicht. Ne? Der Weg war das Ziel bei dieser Quest. Ich muss sagen, ich fand die Quest eigentlich ganz cool. Vor allem nach der Zahnfee-Quest, okay, ja, die ich beim letzten Mal auch nicht ganz so geil fand, finde ich, war die Claptrap-Quest jetzt wieder eine schöne Abwechslung. Aber Claptrap-Quest, das ist halt so eine Sache, ne? Das ist wie so ein Gütesiegel für du lachst mindestens einmal in dieser Quest richtig herzhaft. Und genau das ist ja auch wieder passiert. Kann man nicht anders sagen. Also das Claptrap-Gütesiegel hat sein Versprechen in dem Falle wieder gehalten. Aber wenn ich mal auf die Quests schaue, dann müssen wir tatsächlich nächstes Mal der Hauptquest folgen. Wir müssen nämlich zu Torg, der ja schon die ganze Zeit auf uns wartet. Ich muss sagen, sein Durchhaltevermögen ist da echt beeindruckend. Der wartet ja schon seit Wochen da an diesem komischen Amethysten auf uns. Und nächste Woche tatsächlich gehen wir mal zu Torg und hören uns mal an, was er zu sagen hat. Und dann hoffentlich, oder wahrscheinlich müssen wir dann auch mal wieder nach Prachthof zurück. Denn zum einen haben wir dann eine Nebenquest und zum anderen müssen wir immer noch rausfinden, oder beziehungsweise uns dafür rächen, dass der Drachenlord Arschgaue geköpft hat. Ne? Nur um mal wieder so ein bisschen den Bogen zur Hauptstory zurückzuspannen. Aber genug gespannt für heute. Ja, ich bin so ein Spanner. Nee, das ist irgendwie falsch. Egal. Ja. Deswegen habe ich aufgehört zu reden. Nö, ich zieh's durch. Ich merk's auf der Hälfte des Satzes und denk, nö, das machst du jetzt trotzdem. Egal. Ne? Der Profi-Spanner vom Dienst, der verabschiedet sich jetzt aus der Folge, sagt tschüss, bis zum nächsten Mal, schaltet gern wieder ein, wir hoffen, ihr hattet Spaß, wir auf jeden Fall. Und großes Dankeschön auch nochmal an Jill fürs Einspringen hier in dieser Folge für Benny. Es war uns mal wieder eine Ehre, vielen Dank. Gern geschehen. Und damit, liebe Freunde, verabschieden wir uns aus dieser Folge, sagen tschüss, bis zum nächsten Mal, habt eine tolle Woche, genießt das anstehende Wochenende und haut rein. Tschüss. Tschüss.